Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Ja, gestern waren die Märkte erstmal im Zeichen der EZB gestanden. Da hatte man drauf gehofft und geschaut, was da wohl kommen mag. Am Ende war es relativ enttäuschend. 6.100 Punkte heute Morgen der Start. Und das ist der Bereich, in dem wir uns jetzt schon seit einigen Tagen befinden. 5,8 unten, 6.200 oben, das sind die wichtigen Marken. Und auch heute Morgen ändert sich da noch nichts dran. Knapp über 6.100. Die Bewegung auf den starken Einbruch der vergangenen Tage lässt jetzt hier ihre Kraft auspendeln. Mal sehen, wie weit das trägt. Die EZB-Sitzung im Einzelnen, die Zinssenkung wurde nicht vollzogen. Da hatten einige drauf gehofft, dass die schon gestern passieren würde. War nicht der Fall. Aber Draghi hat sich so geäußert, dass das im Juli durchaus anstehen könnte. Vermutlich hängt das auch mit der Wahl der Griechen zusammen, die ja am 17. Juni wählen. Und da möchte die EZB ihr Pulver, das bisschen, was sie noch hat, trocken halten, damit sie nochmal Schuss abfeuern kann, wenn die Griechen tatsächlich aus dem Euro aussteigen und man dann vielleicht Verwerfungen abfangen muss. Dann braucht man die Möglichkeit zur Zinssenkung vielleicht viel eher als noch im Moment. Erhöhte Abwärtsrisiken für die Eurozone sieht er allemal. Na, da ist er in guter Gesellschaft. Spaniens Industrieproduktion ist seit dem Dezember letzten Jahres um 4,3% eingebrochen. Da geht es deutlich nach unten. Da muss man sich keine Illusion hingeben, dass es hier in Spanien gut aussehe, dass die hier auf einem guten Weg wären. Es spitzt sich weiter zu. Sie müssen über den Rettungsschirm, das bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Sie möchten aber es gerne noch ein paar Tage rausschieben und hoffen noch auf ein Wunder. Aber in den nächsten 14 Tagen kann man, glaube ich, mit diesem Schritt rechnen. Bei der deutschen Industrieproduktion auch Enttäuschung gestern, minus 2,2%, aber im März, dem Monat zuvor, gab es einen Anstieg in gleicher Höhe, eine plus 2,2%, von daher ausgeglichen, unentschieden, um im Fußball zu bleiben, aber auch hier, man sieht, die Konjunktur lässt nach, die Warnzeichen werden lauter und größer und das kann nicht anders sein. Deutschland ist nicht die einzige Insel der Glückseligen, wenn außenrum alles im Bach runtergeht. Das kann man eine ganze Weile durchhalten, aber irgendwann wird man gerade als Exportnation davon natürlich heimgesucht und das sehen wir zunehmend in den Umfragewerten, in den Einkaufsmanager-Indizes, aber auch eben in den harten Zahlen der Industrieproduktion und der Auftragseingänge. Moody's stuft derweil deutsche und österreichische Banken ab. Die Commerzbank, ein paar Commerzbank-Töchter waren dabei. Die Deutsche Bank wird erst später bewertet. Also das hier in Einklang wegen den Risiken in Europa natürlich. Gold hat gestern nochmal mächtige Sprünge gemacht. Das war erst hoch auf über 1640 US-Dollar. Brach dann innerhalb von wenigen Stunden ein wie auf 1615. Das Beige-Spuk der Amerikaner war der ausschlaggebende Punkt. Beige-Spuk. Das ist so eine Konjunkturschau der amerikanischen Notenbank, die sagt mal, wie sie die Konjunktur einschätzt. Und die war ausgesprochen positiv, also positiver als die echten Wirtschaftsdaten, die auf die man Zugriff hat, als die aussagen würden. Also die Fed möchte es hier sehr optimistisch sehen und diese optimistische Einschätzung hat dazu geführt, dass die Investoren sagen, oh, da kommt jetzt doch nicht schnell ein QE3 um die Ecke. Also die Fed wird jetzt nicht die Geldschleusen gleich nochmal aufmachen, wenn sie doch eh schon so eine gute Konjunktur erwartet. Also damit der Goldpreis erstmal nach unten, hat sich aber schon wieder um 1620 stabilisiert. Auch hier ganz, ganz spannende Entwicklung jetzt um die Edelmetalle in den nächsten Tagen. Spekulationssteuer, die wird in Deutschland immer wahrscheinlicher. Hier scheint man sich jetzt seitens der Regierung darauf zu einigen, die einzuführen in möglichst vielen europäischen Ländern, aber wenn es sein muss, dann eben auch nur in Deutschland. Und das ist erstmal die richtige Entscheidung, der richtige Schritt. Der kleine Sparer wird davon praktisch gar nichts spüren, lassen sich da nicht verrückt machen. Im Wesentlichen wird es die Heavy Trader bzw. vor allem den High Frequency Handel treffen. Aber auch hier, es ist die Frage der Ausgestaltung und auf die kommt es am Ende an, ob das Ding was bringt, um diesen High-Frequency-Trading etwas einzudämpfen oder ob das einfach nur ein Placebo ist, um die Wähler zu beruhigen. Warten wir auf die Ausgestaltung. Erstmal ist es ein guter Schritt. Die Ausgestaltung wird es am Ende sein. Frankreich führt, wie versprochen, wie von Hollande versprochen, die Rente mit 60 schrittweise ein. Und zwar unter gewissen Umständen, wenn man sehr früh ins Arbeitsleben eingetreten ist, etc. Bisher ist das alles noch überschaubar. Kosten brummt roundabout 1 Milliarde Euro.
Das wird Frankreich noch stemmen können. Ohnehin ist die Frage, ob wir dieses Rentensystem, wie wir es momentan haben, überhaupt sinnvoll aufrechterhalten sollten oder wollten. Ob man da nicht viel mehr Flexibilität einführen sollte. Die Leute, warum soll einer mit 60, 65 oder welche Grenze auch immer gesetzt wird, in Rente gehen, der topfit ist, der sagt, ich will überhaupt nicht, ich würde gern weiterarbeiten, mir macht das Spaß, ich habe keine Lust, die Rosen zu beschriften. Warum muss der zwangsweise in die Rente gehen? Und ein anderer, der vielleicht schon mit Ende 50, weil er seine Zeit auf dem Dach verbracht hat oder sonst irgendwelche Hintergründe sind, der platt ist, der fertig ist, der nicht mehr kann, warum soll der sich weiterquälen? Also von daher einfach mehr Flexibilität. Ich glaube, das würde unsere Altersentwicklung in Deutschland deutlich voranhelfen. Also vielleicht sollte man darüber mal nachdenken, ob man da nicht ganz andere Systeme der Altersruhezeiten uns einfallen lassen könnten. Kurz noch zu den Arbeitsmarktdaten heute, also den Wirtschaftsdaten heute. Arbeitsmarktdaten ist richtig, 14.30 Uhr kommen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und um 21 Uhr nochmal die Verbraucherkredite. Und das war's im Wesentlichen für den Tag. Es bleibt interessant. Ich wünsche Ihnen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.